Der Arzt würde immer hoch angesehen, aber ohne uns, der Arzt würde ein Patient, okay, vielleicht mal im Notfall eine Infusion anhängen, aber sonst sind wir die Personen, die direkt am Patienten oder am Menschen arbeiten. Und dass wir eigentlich mit einer der wichtigsten Arbeiten in unserer Gesellschaft machen, weil wir arbeiten direkt am Menschen und wir werden einfach gebraucht. Aber ich denke, das merken die Leute erst, wenn sie uns wirklich brauchen. Weil dann ist die Wertschätzung auch da, wenn sie wirklich im Bett vor einem liegt. Ich heiße Ann-Sophie Schmidt, ich bin 21 Jahre alt und arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich versorge Deutschland auch in Krisenzeiten, dass jeder eine medizinische Behandlung erhält. In Deutschland geht es nicht ohne uns Krankenpfleger, weil wir den Menschen helfen, wenn sie krank sind. Sie wieder unterstützen bei ihrer Genesung. Der Beruf heißt der Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir sind nicht nur für die kranken Menschen zuständig, wir sind auch für die gesunden Menschen zuständig, die einfach nicht mehr dem nachkommen können, wie sie es oft davor konnten. Wir haben allgemein, denke ich mal, ein Berufsrisiko. Es gibt so viele infektiöse Krankheiten, neben jetzt Covid-19, Tuberkulose, alles Mögliche. Und da haben wir immer irgendwie die Gefahr, dass wir uns irgendwie anstecken. Ist halt unsere Arbeit und also für mich war es jetzt nicht schlimm, arbeiten zu gehen, weil ich bin froh, wenn ich arbeiten gehen kann. Und ich glaube, für mich wäre es auch nichts, irgendwie von daheim aus zu arbeiten. Ich bin lieber froh, wenn ich rausgehen kann. Und ich freue mich, wenn ich dann anderen Menschen helfen kann, trotzdem auch in der schweren Zeit. Es wird sichergestellt, dass wir immer arbeiten können, indem ja die Patienten sich an Basissachen halten. Also natürlich, wir können nicht immer den Abstand einhalten, das ist 1,5 Meter, aber wenn man Patienten irgendwo hinbringt oder wenn man sie jetzt sieht, dass sie den Mund- und Nasenschutz tragen, weil wir müssen es ja schließlich auch machen. Man hat halt immer die neuen Mitarbeiterbriefe bekommen und dann wusste man auch Bescheid, an was man sich jetzt halten muss. Wie zum Beispiel die Übergaben stattfinden sollen, dass man in einen größeren Raum gegangen, dass man auch zu seinen Kollegen mehr Abstand halten kann. Durch den Schichtsystem und durch die ganze Corona-Pandemie wurde ja durch unseren Gesundheitsminister die Personaluntergrenze erstmal auch aufgehoben. Das heißt, auf manchen Stationen heißt es ja, also bestimmte Fachrichtungen, es müssen immer so und so viele Pfleger vorhanden sein, dass eigentlich das Ganze läuft. Und er hat das Ganze aufgehoben, also dürften ja auch weniger als normalerweise Pfleger sozusagen noch da sein. Bilder wie aus Amerika oder Italien, dass niemand mehr versorgt werden kann, glaube ich nicht, dass in Deutschland sein könnte. Ich meine, klar, die Intensivbetten, die sind irgendwann zu Ende. Ja, ich glaube nicht, dass es überhaupt so weit kommt, dass man jetzt jedes einzelne Intensivbett braucht. Ich meine, wir sind eigentlich in Deutschland so gut von der Infrastruktur mit Krankenhäusern aufgestellt. Dann werden halt die OPs wieder abgesagt. Dann muss man halt die chirurgische Station wieder für andere Sachen nutzen.